Heute haben wir den sogenannten Eisenbahnerstreik, was die Rolle der offensichtlich verstohlenen Verkehrsministerin Gewessler dabei betrifft, kommt gleich nach dem Intro. Ich möchte eingangs all jene ganz, ganz herzlich auf diesem Kanal begrüßen, die neu dazugekommen sind. Wer informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, die berühmte Glocke aktivieren. Sehr zum Ärger von vielen Bahnkunden ist es heute zu diesem Eisenbahnerstreik gekommen. Das hat natürlich sehr, sehr viele Probleme mit verursacht. Ich selbst wäre heute auch ganz gerne mit der Eisenbahn zu einem Termin in St. Johann in Pongau gefahren. Jetzt bin ich dazu gezwungen, auf das Auto umzusteigen. Aber was ich schon interessant finde, ist, dass sich vor allem eine Person in diesem Zusammenhang sehr, sehr rar gemacht hat. Und zwar ist das niemand geringerer als die Verkehrsministerin Gewessler. Das ist genau jene Verkehrsministerin, die uns gebetsmühlenartig und mantraartig fast erklärt, wie wichtig es nicht wäre, auf öffentliche Verkehrsmittel und hier vor allem auf die Eisenbahn umzusteigen. Sie hat nur im Zuge dieser Diskussion eigentlich überhaupt nie das Wort ergriffen. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum hat sie das nicht gemacht? Es ist generell zu hinterfragen, was so ihre Beweggründe für die eine oder andere politische Aktivität sind. Denn wir erinnern uns daran, wenn es darum geht, im Privatjet zu ihren neuen Scheichfreunden zu fliegen, um dort irgendein Gas zu kaufen, ist sie sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Wenn es darum geht, wiederum mit dem Privatjet zu einer Klimakonferenz zu fliegen, auch da ist die Ministerin sehr, sehr schnell gewesen. Aber wenn es auf der anderen Seite um ihre ureigensten Aufgaben geht, wie zum Beispiel eben auch darum sicherzustellen, dass die Eisenbahn entsprechend verkehrt und eben ausfallsicher unterwegs ist, da macht sie rein gar nichts. Und man hat ja fast den Eindruck, sie hätte das ja schon fast sehenden Auges und bewusst eskalieren lassen. Denn sich hier als Ministerin gar nicht zu Wort zu melden, ist schon sehr, sehr eigenartig. Insgesamt muss man deswegen auch sagen, dass die Ministerin auf ihre große Liste des Scheiterns nun einen weiteren Beitrag hinzugefügt hat und dass es ja ganz offensichtlich wirklich nur darum geht, irgendwelche ökomarxistischen Ansätze weiter zu verfolgen, Autofahrer zu knechten, Autofahrer zu Menschen zweiter Klasse zu degradieren und vielleicht noch ein bisschen unverhohlen dafür zu sorgen, dass die Klimakleber weiter irgendwo herumpicken. Also was macht die Frau Verkehrsminister eigentlich beruflich? Das ist in Zeiten wie diesen wirklich eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und was hat sie vor allem im Vorfeld gemacht, um genau das, was heute passiert ist, nämlich dieser Eisenbahnerstreik, um den zu verhindern? Ich glaube, dass die Ministerin schlicht und ergreifend nicht in der Lage ist, dieses große Ressort zu führen. Sie ist nicht in der Lage, hier wirkliche verkehrspolitische Akzente zu setzen und sie ist vor allem auch nicht in der Lage, für die Bürger den Zugang zum öffentlichen Verkehr zu erleichtern. Nein, sie ist eigentlich mit von der Sabotagetruppe der ÖVP und bringt rein gar nichts zustande. Und genau deswegen möchte ich ja auch meine ständig gebrachte Forderung noch einmal mehr wiederholen. Es ist wirklich an der Zeit, dass Verkehrsministerin Gewessler zurücktritt und ja, auch das ist nichts Neues. Im Prinzip wäre es wichtig, dass sie auch gleich ihre Kollegen von den Grünen, aber auch von der ÖVP mitnimmt und endlich den Weg für Neuwahlen freimacht. In diesem Sinne sehen wir uns wieder morgen. Danke fürs Dabeisein. Bis bald.